Herr Berger, 100 Jahre Tourismus Marketing Schweiz. Dazu gibt es jetzt eine Ausstellung mit den Plakaten. Was sind die Highlights von Schweiz Tourismus in den letzten 100 Jahren? Ich denke, Highlights waren es immer wieder, wenn es der Tourismusvermarktung gelungen ist, auf sich aufmerksam zu machen, dass die Leute davon gesprochen haben. Sei es in den 30er Jahren mit Herbert Matter, der einen ganz neuen Plakatstil durchgebracht hat, der in der Welt eigentlich einzigartig war und für Aufsehen gesorgt hat. Seine Plakate hängen heute im Museum of Modern Art in New York. Oder dann unsere Humorkampagnen schon 1957 mit einem ganz bekannten BBC-April-Scherz, die wir dann aber auch spätere Jahre immer wieder auch mit April-Scherzen oder anderen humorvollen Kampagnen gemacht haben. Also Highlights waren es immer wieder, wenn es gelungen ist, groß von sich reden zu machen und die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich zu ziehen. Wie hat sich die Bildsprache in den 100 Jahren im Tourismusmarketing verändert? Es gab natürlich zwei Veränderungen. Die eine Veränderung ist auf inhaltlicher Ebene. Ganz in der Frühzeit des Tourismusplakats waren es vor allem Landschaften, pittoreske Städte, die das Plakat geprägt haben. Später kam dann der Mensch hinzu. Der Mensch auch immer mehr als Eroberer und als Protagonist, der die Landschaft in den Hintergrund gedrängt hat. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Symbole wirklich für die Schweiz, wie Seen, Berglandschaften, die Sonne, die sich über die ganzen 100 Jahre gehalten haben. Und auf formaler Ebene hat selbstverständlich heute die Fotografie das Terrain erobert, also die frühen illustrativen, malerischen Plakate, die bis heute an Auktionen Höchstpreise erzielen, die sind endgültig Vergangenheit. Heute werden sehr ähnliche Bilder eigentlich einfach in die Fotografie übersetzt. Wie sehen Sie den Tourismusmarketing in der Schweiz in den nächsten 100 Jahren? Ich glaube, die nächsten paar Jahre werden uns zeigen, dass das Marketing immer segmentierter wird. Man muss immer gezielter auf einzelne Gästegruppen in einzelnen Märkten seine Kampagnen ansprechen. Eine Kampagne, wie es in den 30er oder 20er Jahren gab, oder die berühmte Kampagne während des Krieges, Weltkrieges, alles fährt Ski, wo man eine Botschaft über ein ganzes Land gelegt hat, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Einerseits wegen der Aufteilung in Communities der Gäste und andererseits auch wegen der Vielfalt an möglichen Kanälen, Social Media, Online, Print gibt es weiterhin.